Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von God of War. Dieses eine Mal. Wir gehen direkt wieder rein. Der letzte Part ist ein bisschen ruppig geendet, ist aber nicht schlimm. Wir gehen jetzt zurück in Part 3. Checkt gerne meinen WhatsApp-Kanal ab, wenn ihr informiert werden wollt. Stamm und den orangenen Blättern. Wenn ihr informiert. Auf der anderen Seite der Brücke. Wenn ihr informiert werden wollt. Wann ich live gehe und was für Videos hochgeladen werden und wann die Videos Warum hochgeladen werden. Warum wirft er die Axt nicht? Leute, ist viel Spaß. Sie kaputt oder so? Weiter. Guckst du denn so? Was soll ich werfen? Wen soll ich werfen? Wohin? Wow, ist aber gepanzert. Wirfst du die Axt? Ja, wohin? Ich Auf hab die nicht. Bäume? Ach so. Die? Die? Auf den? Oh Gott, tatsächlich. Du hattest recht. Du musst schlau sein oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Und du? Brock. Brock. So. Beweg mal deinen Elefant da weg. Du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Einer unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Das ist doch ein sie Schnacker. Gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Ey. Aber ja, mach mal. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Digger Bikja, Dumber, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Aha. Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Okay. Dann wollen wir dich mal versorgen. Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Klicken Sie auf das Verbesserungsmenü. So, mach ich mal. Brooke hat Ihnen eine Frostflamme gegeben. Eine seltene Ressource mit der Welt gefunden Rüstung können Ausrüstung hergestellt und verbessern. Aha. Das liegt also gar nicht an mir, der Frost, sondern an der Axt. Kratos Ausrüstung verfügt über die Kraft und Werte. Befestigung, da ist Stärke erhöht. Okay, 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 okay. Ist mir schon wieder zu viel Gelese. Okay, Frostflamme verbessern. Ja, komm, machen wir mal, ne? Okay. Oh, Stufe 2. Klauenbogen. Brustausrüstung. Oh, wir können auch dicken Panzer nehmen. Aber ich finde das schon cool so. Ah, der ist auch nicht cooler. Der gibt mir ein bisschen mehr Abwehr, aber wir sind auch so schon ganz gut. Wie kann ich helfen? Ah. Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Andere Gegner wirken, nehmen diese mehr Schaden. Er wirkt da keine Gegner. Manchmal findet Artis Heilungssteine
wenn Kratos verletzt ist. Das ist doch cool. Das Basis-Runengewand. Kostet 3 von 2. Okay, aber was hast du noch? Vergessen? Blauen Bogen. Den Pfeilschaden. Aber das mit den Heilungssteinen ist ganz cool. Im Fight könnte das echt praktisch sein. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz. Schwerer zu treffen. Oh, du hast dich entschieden. Etwas für den Jungen? Okay. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt! Ist der Hinter noch was für mich? Solange du nichts kaputt machst. Natürlich direkt mit ohne Axt fighten, was die Fresse bekommen. Annehmbar. Annehmbar, sagt er. Weißt du, was annehmbar ist? Eine Beinarbeit. Ein scheißiges Witz. Eine Beinarbeit, die ist klasse. Naja, lauf nicht weg. Vater ist gut im Töten. Wirst du das auch von ihm lernen? Hoffentlich. Ich weiß nicht. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? So, zieh hier auf. Und dann sind wir hier, wo wir vorhin nicht hinkamen, mit dem Vogel, den wir abgeschossen haben. Geil. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Er ist aber auch streng. Wirklich. Das ist ein strenger Typ. Aber gut, es geht um Leben und Tod. Da muss man vielleicht auch streng sein. Ach, jetzt kann ich das hier aufmachen. Jetzt. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Ja, wir sind wieder hier. Okay, aber dann ist ja schon mal auf. Das Game spielt auch in einer anderen Zeit. Ja, ist mir schon klar. So. Ich glaube, da müssen wir gleich lang. Was gibt's hier noch? Das sieht so blutig aus. Da hat wohl jemand den Kopf verloren. Atreus, folge mir. Bin gleich da. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Eine Maske? Oh, ich habe schon mal so eine Maske gefunden. What the fuck, da? Fähigkeiten. Ach, wir können skillen. Moment. Rostschub. Gedrückt halten. Oh, ich finde ja Fernkampfsachen immer ganz cool. Präzisionswurf-Kombo. Ah, ist auch cool. Auch cool. Nahkampf. Permafrost. Ja, friert Gegner so ein. Wirbelsturm. Boah, aber das ist aber auch cool. So ein Rundumangriff. Froststurm. Sprungangriff. Ach, Frostansturm. Nee, ich finde hier den Präzisionswurf-Kombo, glaube ich. So eine einfache Sache, die cool ist. So, mal gekoppt. Weiter geskillt.
Okay. Gehen wir hier weiter. Schön, dich getroffen zu haben, Brock. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Undankbares Pack. Undankbares Pack. Komm hier. Gefällt mir. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Das ist ja cool. Okay, wollen wir mal durch hier. Na, Spotty Benutzer, das ist doch entspannt. Ich glaube, wir kommen wieder. Au, das ist tatsächlich eine Pixie gewandt. Easy. Warte mal, während sie so leuchtet. Schneller werfen als vorher? Ich weiß nicht. Sieht ja einladend aus. Naja, geht so. Oh, in der Truhe. Auf damit! Weicher Saal, Tafel, Stahl. Warte da. Okay, das ist nur ohne Hacken machen. Weg mit dir! Ja. Easy, alles geklärt. Sehr geil. Oh, noch eine Maske. Einige Masken hier. Oh, hier kommen auch lang. Ich guck jetzt mal hier. Ich wusste nicht, ob wir da heil rauskommen. Doch. Glaub mir, ich lasse uns nicht sterben. Ah, hier ist ja eine Truhe. Okay, wir müssen ja drei Dinger finden. Da drüben ist eins. Okay. Zack. Runter hier. Oh, wir sind wieder hier. Ach so, wir laufen hier im Kreis quasi. Okay. Ja, die Frage ist, gibt es hier jetzt noch... Also einer ist da oben drauf, den habe ich gesehen. Ich bin soweit. Hier ist auch noch was, habe ich auch nicht gesehen. Ist hier unten noch irgendwie Buchstabe? Ne, nur ein aufgespießter. Hier lang.
gehen wir nochmal hier oben rauf. Bin mir nicht sicher, ob man da... Komm, lass mich. Ja. Oder kann man das... Nee, das kann man so nicht treffen. Okay. Irgendwie anders muss es ja möglich sein. Hier runter... brauchen wir nicht. Zack, da haben wir sie. Geht es noch weiter runter? Ja. Und auf. Ist ja jetzt der dritte Apfel drin? Nee. Horn mit Blumen mit. Sie haben 1 zu 3 Hörner mit Blut mit. Gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Rage benötigen. Okay. Oder Rage. Das ist ein seltener Trank, der die Rage verstärken soll. Man findet die insgesamt 9. Bla bla bla. Okay. Wie den Apfel. An der frischen Luft wieder. Oben. Wow. So nah bin ich dem Berg noch nie gekommen. Er ist so groß. Was gibt's denn auf dem Berg? Wenn Mutter das sehen könnte. Schubst ihn jetzt nicht runter. Ach, das war ein zärtlicher Moment. Er traut, er macht es nicht. Keine Liebe zeigen. Komm, Junge. Keine Liebe zeigen. Was ein Vater. Okay. Neues großes Gebiet. Heißt natürlich für uns. Erkunden. Mehr oder weniger. Kommen wir jetzt wieder an Dota. Zack. Noch eine Maske. Langsam, aber doch. Echt schon einige, oder? Ja. Ja. Zumindest nicht Milch holen gegangen. Das, nicht, nee. Also eine Sache hat er wenigstens. Was ist das? Nicht gemacht. Und zwar nicht Milch geholt. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Hm, vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Wir müssen das Ding da richtig drehen, das sieht man doch schon. Irgendwo ein Hinweis. Da oben bestimmt. Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, glaube ich auch. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Ich hab so das dumpfe Gefühl, ich muss da irgendwie... Ah. Verstehe. Der Teil ist richtig. Zack. Geil. Sehr Runen. Verstehe das. Junge, was bedeuten die Runen? Oh, da steht... Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Wow. Es ist was passiert. Hat geklappt. Eieiei.
Aber ihr wisst ja, ich gucke mich immer um und ich habe hier oben irgendwie nicht alles angeguckt. Nö, hier ist alles weg, oder? Okay. Yeet. Ab geht's hier rein. Ich bin froh, dass wir Brock getroffen haben, aber noch froher, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Oh, was ist das? Da ist noch eins. Da ist ein Vogel. Ha! Da war ein Vogel. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Hund, oder das ist irgendwie eine Ziege oder so. Na gut. Ist auch nicht so mega geil, aber. Besser als ein Hund. Noch eine Maske. Ein richtiger Maskensammler. Da oben ist etwas. Wo, mein Junge? Wo? Was ist da oben? Junge. Komm her. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Wir sind Spurenleser. Alter Schwede. Das ist wieder so ein Kollege. Gegner voraus! Schön mit der Axt bewerfen, ab und zu mal Pfeil rauf. Alle her. Okay. Weiter zu dir. Ich bin schon wieder getroffen. Finisher bereit. Und zack. Auf die Fresse. Zack. Der ist hinüber. Der ist wirklich hinüber, ja.
Endlich ist es vorbei. Oh, was ist das für ein Ei? Ival des Ambers, schwerer Runenangriff. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Ah. Cool. Warte, wie nutzt man den? Wie komme ich ins Menü rein? I? Ja. Abklingzeit 60 Sekunden. Ermöglicht einen zusätzlichen Folgeraum durch Drücken nach dem ersten Schlag. Ah, nach dem hier. Kann man den machen. Okay. Zack. Bam. Und dann kann man den anderen raushauen. Okay. Ich sehe etwas da oben. Gib mir die Kiste. Gibt's doch sicher noch mehr, was wir jetzt im Kampf nicht gesehen haben. Komm her, mein Junge. Ah, hier gibt's doch wieder eine Kiste. Okay, was steht hier? Hm, interessant. Sollte ich mir aufschreiben. Richtiger Streber. Oh. Neue Wissensmarkierung. Gebet an Odin. Das war's hier oben? Das Gebet? Okay. Hier. Was steht da? Nornen. Die Meuren. Okay, sie bringen zwei nichts Gutes. Brauchen wir noch. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Okay, soweit glaube ich, sind die nicht weg. Die sind irgendwo hier. Da ist noch einer. Vielleicht hier oben noch. Sehen wir von hier irgendwas? Nee, ne? Okay, einer fehlt. Sehen wir von hier noch irgendwo einen? Das ist die. Ja. Hier guckt? Nö. Irgendwas muss dann doch da oben noch sein. Hä? Da hatten wir die nicht. Okay. Nur zu weit weggelaufen. Der erste ist auch wieder weg. Ah, man muss die alle... Ah, da ist der. Ja, die setzen sich nach einer Zeit zurück. Verstehe. Okay. Wie hoch? Ja, jetzt oben rauf. Zack. Oh, unser Apple.
Ich hab jetzt drei bisschen mehr Leben, weil ich 3 von 3 Äpfeln nehme. Sie haben 3 irgendwas Äpfel gesammelt. Maximale Gesundheit erhöht. Geil. Erbo. Okay, dann können wir weitermachen. Erbo. Boah, mein Lebensbalken ist wirklich ein ganzes Stück weiter gegangen. Ist cool, wie wir unser Kit so auffangen, wenn wir irgendwo runterspringen. Oh ja. Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschwein haut das Stick. Komm, aim ihn weg. Zack. Ja, yeet. Ups. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Die Was Pfeile sind du? Müll. Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Guck mal, er redet aber auch von magisch. Also ist ja, also sind ja Sachen hier wirklich magisch. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Guck mal, da ist doch so ein Vogel. Odins Rabengürtel. 2 von 51. Was? Manche Leichen sind diese komischen toten Dinger. Ach, da kann man rein. Hier ist was drin. Wieder ein bisschen Hack. Ich find's geil, wer die Truhe nicht aufmacht, sondern einfach nur zerschlägt. Und Draugar sind auch hier. Jetzt, wo ich den Raben gesehen habe, frage ich mich, ob hier noch mehr Raben waren auf dem Weg, die wir nicht gesehen haben bis jetzt. Ja, so musst du die Leute auch wegaimen, mein Junge. Maske. 6 von 9 Masken. Ah, das ist der. Was eine Kombo, Minion. Was eine Kombo. Hack eingesammelt. Da, erst unter der Säule durch. Das weiß ich immer nicht wegen den Raben, ob hier noch mehr Raben sind. Da oben ist zum Beispiel noch. Hier kann man noch rauf. Fast übersehen. Aber hier gibt es nur ein bisschen Hack. Ja. Ich heb mal kurz an, das kleine Ding hier. So. Ich schaff das. Spitz den Pfeil nochmal an. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Hat sein Messer verloren. Das wird eine richtige Lektion für ihn jetzt, wenn er sein Messer verliert. Wo ist denn dein Messer, Minion? Junge. Oh, jetzt ist er auch noch weg. Hat sein Messer verloren. Junge. Oh. Hier sind Blutspuren. Bestimmt von dem. Wo bist du? Was für... Hab ihn gefunden!
Ich habe das Gefühl, es gibt keinen richtigen Weg. Oh, es ist ein Labyrinth. Atreus! Das finde ich echt cool, dass es so nach Stimme ist. Also er kommt da hinter mir. Hier ist es. Dass man so ihn rufen muss. Warte auf mich, Junge! Und dann anhand, wo die Stimme herkommt. Atreus! Scheiße. Wo bist du? Ja. Anscheinend andere Seite. Atreus! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Nein. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Ja. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Greife und halte das linke Ende. Ja. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Ja. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. Ja. So nah. Hexe. Wir wollten die nur zum Üben nutzen. Du bist eine Hexe. Nicht zum Essen, ich schwöre. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Tatsächlich eine Hexe. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Er darf nicht sterben. Gut, er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Zauberei. Hier lang. Jetzt haben wir noch so ein wildes Wildschwein dabei. Oh, jetzt sind wir auch ein bisschen langsamer. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Zu groß. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Das war ein Fettnäpfchen. Asche? Das war ihr letzter Wunsch. Junge. Das. Ach, deswegen gehen wir zum Berg. Tut mir wirklich leid. Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Du bist nicht so mit der nordischen Mythologie vertraut, oder? Nee, tatsächlich so gar nicht. Also ich kenne die ganzen Götter und die Namen und so, aber so die Story, eher nicht so. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin, darunter. Hey, Billy! Schau! Ist schon gut. Wow, wow, wow. Das ist eine Schildkröte. Wie cool. Guck mal, da ist der Hirsch. So einen, wie wir geschossen haben. Junge. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Er ist harmlos. Wow. Er ist ganz schön groß. Leg ihn auf den Kreis da. Ich glaube, der macht noch lange. Halt ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber stimmt doch. Junge, du redest zu viel. Halt ihn ruhig, er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus.
Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Hol mal die rote Beete. Was noch? Der heißt gefühlt auch nur Junge. Junge, Junge, Junge. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir. Jetzt ist es raus. Wenn sie euch finden, was wir sie sind werden, nicht von dieser Welt. Wird es sehr schwierig. Okay. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst dir nicht ewig beschützen. Aha. Doch, aber können du wir. Hast recht. Geht mich nichts an. Einfach ein Gott. Wir sehen ganz schön auch rough aus dafür, dass wir ein Gott sind. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Gartenschaumkraut. Wir sind Gärtner. Natürlich erstmal gucken, ob er looten kann. Na? Ist ja klar. Aber sieht nicht so aus. Wir holen jetzt mal das Kraut. Wie, der ist ein Gott. Wie kommen wir da drauf? Ey, es tut nicht so. Ich kenne die Mythologie tatsächlich nicht so richtig. Fischis. Ah, hier ist der Kraut. Atreus, wie heißt er eigentlich? Hilfst du mir? Ich schaffe. Atreus. Ist nicht allein. Zieh mal die Wurzel raus. Kleiner Schwächling. Hilft das hier? Oh, jetzt gibt's die Lektion. Wann habe ich? Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte. Du hast es verloren. Sein wahrer Name ist Junge. Es fuckt ihn jetzt auch richtig ab. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ach, Junge. Sorry, Junge. Komm, wir gehen rein. Wir bringen der Alten das Kraut. Oh, mach die Tür auf. Ja, genau was ich brauche. Oh, Zauberei. Jetzt werden die Wunden verheilen. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Komm, Speis und Trank. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Aha. Vorsichtig formuliert, ja? Lena. Jetzt sind wir getrackt. Chip installiert. Mikrochip. Quasi wie Impfung. Lena. Corona-Impfung. Mikrochip. Microsoft hat alle Mikrochips in uns eingepflanzt. Bill Gates ist schuld. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Ah. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Immer dem Licht hinterher, wa? Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Ja. Und jetzt fort mit euch. Das ist ein guter Spruch. Komm, Junge. So. Und wie es hier weitergeht, Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Ja? Leute, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Wenn ihr bis hierhin dabei wart, schreibt was Cooles in die Kommentare. Schreibt, keine Ahnung,
und wird euch immer zu Junge in die Kommentare. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.